Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Herr, öffne du unsere Ohren und unsere Herzen, dass wir dein Reden hören, verstehen und leben. Amen. Liebe Geschwister in der Paulusgemeinde, wir sagen, in Deutschland herrscht Frieden. Wir sagen, in Deutschland herrscht Frieden. Und deswegen male ich mal so eine Taube hier in die Mitte. Ja, okay. Zeichnen ist nicht meine größte Stärke, aber... Okay. Geht doch. In Deutschland herrscht Frieden. Und wie gut, dass wir das so sagen können. Seit über 75 Jahren gibt es in Deutschland keinen Krieg. Wenn man sich die Jahrhunderte davor anguckt, leben wir in einer absoluten Ausnahmesituation. Und diese Ausnahmesituation ist ein großes, großes Geschenk. Wer selber Krieg erlebt hat oder Menschen kennt, die Krieg erlebt haben, weiß, was Krieg anrichtet und ahnt, wovon ich spreche. Während meines Studiums habe ich mit einem Soldaten gesprochen, der in Afghanistan war. Die seelischen Verletzungen und Belastungen, die dieser Mensch davongetragen hat, sind mir persönlich sehr nahe gegangen. Als er von seinem Einsatz dort erzählt hat, dann war er wieder im Krieg. Das vergesse ich nie. Die Sprache hat sich verändert. Sein Körper hat auf die Erinnerungen reagiert, Schweißausbrüche. Die Atmosphäre im Raum war aufgeladen. Krieg hinterlässt Wunden auf allen Ebenen. Deswegen nochmal gut, dass wir das so sagen können. Wir leben im Frieden. Aber mal ganz ehrlich, ist die Abwesenheit von Krieg gleich Frieden? Darüber kann man streiten. Und deswegen unterscheidet man in der Wissenschaft zwischen negativem und positivem Frieden. Hier oben steht jetzt negativ, ja? Und hier unten positiv. Negativer Frieden bedeutet Abwesenheit von Krieg. Ich weiß, es ist zu klein. Sie müssen sich dann hinterher nochmal den Livestream angucken. Ihr könnt ja mit der Kamera dann gleich einmal ein bisschen näher dran zoomen. Negativer Frieden ist nicht negativ, aber wird halt so genannt, bedeutet Abwesenheit von Krieg. Das ist schon ziemlich viel. Das verstehen wir auch. Aber positiver Frieden, was heißt das eigentlich? Positiver Frieden bedeutet nämlich noch viel mehr. Positiver Frieden bedeutet eine Kultur und Gesellschaft, die ohne Gewalt, zum Beispiel auch struktureller Art, auskommt. Das klingt kompliziert und ist auch deutlich komplizierter als Frieden im gebräuchlichen Sinne. Also, ich schreibe hier mal hin, Wohlsein aller. Kann man bei diesem Verständnis von Frieden noch sagen, in Deutschland herrscht Frieden? Häufig wird ja davon geredet, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft. Ich meine, das hat zumindest Potenzial für Unfrieden. Es gibt Kampf um gute Kita-Plätze. Es gibt Kampf um gute Schulplätze. Es soll Stadtteile geben, in die selbst die Polizei nicht gerne kommt. Mein Bruder ist Polizist. Und auch auf anderen Ebenen wird gerne das Wort Spaltung gebraucht.
Corona und der Umgang damit spaltet die Gesellschaft, sagt man. Und auch über 30 Jahre nach der deutschen Einheit sprechen wir im geprägten Sinn von Ost und West. Und wenn wir auf die kleinste soziale Einheit, die Ehe, gucken, dann muss man feststellen, dass auf 3 geschlossene Ehen in Deutschland gut eine Scheidung kommt. Etwa 150.000 im Jahr. Mit all den Folgen, die das bedeutet. Kann man da noch von positivem Frieden reden? Ist positiver Frieden überhaupt komplett möglich? Ich bezweifle das. Ich bezweifle, dass positiver Frieden auf dieser Erde komplett möglich ist. Aber dieser Frieden, dieser positive Frieden, ist eine Richtung, eine Ausrichtung, eine Sehnsucht. Und von dieser Sehnsucht spricht auch unser Predigttext Psalm 85. Wir haben heute die besondere Situation, als Predigttext einen Psalm zu haben. Das kommt sehr selten vor. Heute ist es so. Wir haben ihn zur Hälfte auch schon gebetet. Der zweite Teil ist abgedruckt auf ihren Blättern. Herr, du hast dein Land wieder lieb gewonnen und das Schicksal Jakobs zum Guten gewendet. Du hast deinem Volk die Schuld vergeben und alle Sünden hast du ihm verziehen. Du hast deinen ganzen Ärger aufgegeben und deinen glühenden Zorn verrauchen lassen. Gott, du bist unsere Hilfe. Stell uns wieder her. Sei nicht länger so aufgebracht gegen uns. Willst du denn für immer auf uns zornig sein? Soll sich dein Zorn noch ausdehnen von der einen Generation auf die andere? Willst du uns nicht wieder neues Leben schenken? Dann wird sich dein Volk über dich freuen. Herr, lass uns doch deine Güte erfahren. Wir brauchen deine Hilfe. Gib sie uns. Ich will hören, was Gott zu sagen hat. Der Herr redet vom Frieden. Er verspricht ihn seinem Volk und seinen Frommen. Doch sie sollen nicht mehr zurückkehren zu den Dummheiten der Vergangenheit. Ja, seine Hilfe ist denen nahe, die zu ihm gehören. Dann wohnt seine Herrlichkeit wieder in unserem Land. Güte und Treue finden zueinander. Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Treue wächst aus der Erde empor. Gerechtigkeit scheint vom Himmel herab. Auch schenkt uns der Herr viel Gutes. Und unser Land gibt seinen Ertrag dazu. Gerechtigkeit zieht vor ihm her und bestimmt die Richtung seiner Schritte. Die beiden Söhne von Korach, die Verfasser dieses Psalms, schauen auf ihr Land und ihr Volk. So ein bisschen, wie wir das gerade gemacht haben. Und was sie sehen, macht sie nicht gerade froh. Wenn es heißt, willst du uns nicht wieder neues Leben schenken als Gebet zu Gott, dann bedeutet das ja, dass sie zurzeit kein Leben wahrnehmen. Willst du uns nicht wieder neues Leben schenken? Ich finde, positiver Frieden klingt anders. Und die beiden deuten diese Situation als eine Folge der Schuld, die das Volk auf sich geladen hat. Dabei sprechen sie im Wir. Das finde ich ganz wichtig. Die beiden nehmen sich nicht raus. Gottes Zorn hat sein Volk getroffen. Bestimmtes Verhalten zieht gewisse Konsequenzen nach sich. Das hat hier in dieser Logik überhaupt nichts mit Willkür zu tun, sondern mit einer natürlichen Folge des eigenen Handelns. Aber weil Gottes Barmherzigkeit in der Vergangenheit immer größer als sein berechtigter Zorn war, deswegen bitten die beiden Brüder Gott um Hilfe. Wie hilft Gott? Wie hilft Gott? Darauf gibt unser Text eine Antwort. Und die Antwort ist, indem er spricht und Menschen auf ihn hören. Der entscheidende Satz im Psalm, so meine ich, lautet: Ich will hören, was Gott zu sagen hat. Ich will hören, was Gott zu sagen hat.
dass hier etwas Entscheidendes gesagt wird, wird schon sprachlich, grammatisch deutlich. Hier ändert sich das Subjekt. Aus dem Wir wird ein Ich. Erst hieß es, wir brauchen deine Hilfe, gib sie uns. Und direkt danach heißt es, ich will hören, was Gott zu sagen hat. Ihr Lieben, es ändert und verändert sich etwas, wo einzelne Menschen sich dazu entscheiden, auf Gott zu hören. Das ist der Wendepunkt. Hören bedeutet ein Heraustreten aus der Masse und ein Übernehmen von Verantwortung. Es sind nicht zuerst alle anderen zuständig, auf Gott zu hören. Auch nicht der Pfarrer. Jeder und jede kann das. Deswegen, hören. Ich erspare uns das nächste Piktogramm. Ein Ohr wäre zu viel des Guten. Hören. Dazu braucht es auf den ersten Blick nicht viel. Also, ich meine jetzt hören auf Gott. Fürs Gebet, das Gespräch mit Gott, braucht es vielleicht einen ruhigen und geschützten Ort. Und das Schwierige daran, es braucht natürlich Zeit. Das braucht es schon. Mal ganz ehrlich, wenn wir uns mit einem Freund, einer Freundin treffen, mache ich das in der Regel ja auch nicht nur für 2 bis 5 Minuten. Oder noch kürzer. Hallo, tschüss. Danke fürs Geschenk. Also, wenn ich eine Begegnung mit einem Freund, ein Gespräch mit einem Freund führe, dann ist das in der Regel auch länger als nur Hallo und Tschüss und ein Anliegen. Das wäre schon ein etwas seltsames Meeting. Wie viel Zeit braucht zum Beispiel ein Telefonat mit einer guten Freundin oder einem guten Freund, wenn man über Smalltalk hinaus will? Meine These ist, hören und zuhören braucht Zeit und hin und wieder auch ganz schön Geduld. Und dann können wir Gott auch hören. Er spricht in unsere Stille und er spricht gerne durch die Bibel. Hier regelmäßig zu lesen, lohnt sich, wenn man Gottes Reden hören möchte. Hören. Aber wovon redet Gott eigentlich? Unser Beter in unserem Psalm macht eine Entdeckung, eine Erfahrung. Und die lautet, der Herr redet vom Frieden. Unser Beter hört, dass Gott vom Frieden redet. Mitten in das Chaos der damaligen Gesellschaft spricht Gott vom Frieden. Und Frieden im hebräischen Sinne, das Wort dafür ist Shalom, meint positiven Frieden, das Wohlsein aller. Gott redet von positivem Frieden. Ein Wohlsein des Einzelnen und der gesamten Gesellschaft, Gemeinschaft, das liegt Gott am Herzen. Frieden ist nicht nur eine Sehnsucht des Menschen. Frieden ist eine Sehnsucht Gottes. Und deswegen singen die Engel bei Jesu Geburt Frieden auf Erden. Und diesen Frieden verspricht Gott seinem Volk. Und ich persönlich finde, dass dieser Friede sich zeigt und zu spüren ist, wo unterschiedliche Menschen im Namen von Jesus gemeinsam unterwegs sind. Hier im Gottesdienst zum Beispiel, bei einer Hilfsaktion, bei einem Umzug. Im Hauskreis, in konkreter Hilfestellung bei einzelnen Menschen, bei der Gemeindefreizeit, wo wir waren, in der Evangelischen Allianz und bei vielem mehr. Hören. Hören von Gottes Frieden. Und jetzt kommt das Zweite. Es dient dem Frieden, wenn zum Hören das Gehorchen kommt. Es dient dem Frieden, wenn zum Hören das Gehorchen kommt. Die Dummheiten der Vergangenheit, wie es im Psalm heißt,
sind das eine, die Dummheiten der Vergangenheit. Bei unserem Gott ist Vergebung. Gut ist es aber, wenn die Dummheiten der Vergangenheit nicht auch die Dummheiten der Gegenwart und der Zukunft sind. Wir kennen unsere persönlichen Schwachpunkte in der Regel ja ganz gut, wissen, wo es zu Konflikten kommt. Häufig braucht es dann tatsächlich immer wieder auch die Entscheidung, Dinge konkret anzugehen und zu ändern. Hören und gehorchen gehört zusammen. Deswegen meine Frage: Gibt es einen konkreten Schritt zum Frieden, den du nächste Woche gehen möchtest? Gott redet vom Frieden. Und ich glaube, dass dieser Frieden wächst, wo Menschen sich nach dem Hören auf Gott wieder zum Hören entscheiden. Zum Hören auf den Mitmenschen. Deswegen hängt das zusammen. Hören, gehorchen und wieder hören. Viele Konflikte entstehen und bestehen, weil wir einander nicht oder nicht richtig zuhören. Ich glaube, dass wir nicht nur das Hören auf Gott neu lernen müssen, sondern auch das Hören auf unsere Mitmenschen. Wir reden gerne über andere, aber hören selten gerne auf andere. Ich glaube, dass das ein Riesenproblem ist in unserer Gesellschaft. Als Ermutigung: Gottes Hilfe, so heißt es im Psalm, ist denen nahe, die zu ihm gehören. Und das ist das Dritte. Gottes Hilfe ist denen nahe, die zu ihm gehören. Menschen, die auf Gott hören und ihm gehorchen, gehören zu ihm. Das ist das Dritte. Hören, gehorchen, gehören. Diese drei Worte gehören zusammen. Naja, so. Und ich meine das nicht im Sinne einer Reihenfolge. Sicherlich ist es nicht schlecht, am Anfang zu hören. Aber diese drei Worte gehören zusammen und bedingen sich wechselseitig. Das ist im Sinne eines Dreiecks gemeint. Jedes ist mit den anderen beiden durch eine Linie verbunden. Sie beschreiben, wie Gottes Frieden einen Weg in diese Welt findet. Und ist es nicht spannend, dass das Symbol für Frieden, die Taube, auch gleichzeitig das Symbol für den Heiligen Geist ist, für Gottes Kraft in uns, die in uns lebt? Frieden und Gottes Geist hängen eng miteinander zusammen. Wo Menschen hören, gehorchen und zu Gott gehören, findet auch Frieden in dieser Welt, weil Gottes Geist in dieser Welt Einzug hält. Und wie Gott und Mensch dann miteinander verbunden sind. Selig sind die Frieden stiften, das ist der Wochenspruch, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Frieden, ich sag's nochmal, ist ein Markenzeichen der Familie Gottes. Eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Eine Beziehung. Eine Freundschaft. Ich habe nochmal nachgeguckt, Frieden kommt, also das deutsche Wort Frieden kommt vom althochdeutschen Wort Friedu. Und Friedu bedeutet Freundschaft. Und das beschreibt am Ende auch unser Psalm. Gottes Güte und menschliche Treue finden zueinander. Ihr könnt das auf euren Blättern nochmal sehen, sind diese Paare zueinander geordnet. Gottes Güte und menschliche Treue finden zueinander. Das ist wie ein Paar. Gottes Gerechtigkeit und menschlicher Frieden küssen sich. Ein Kuss. Und es sind beides Bilder für Beziehung. Und dann, interessant, aus dem ersten Pärchen wird die Treue übernommen. Also auch hier küssen sich quasi diese beiden Paare wieder in der Mitte. Die Treue wird genommen und die Gerechtigkeit wird genommen. Und die begegnen sich quasi auch wieder. Von der Erde wächst Treue wie eine Pflanze Richtung Himmel. Wachstum. Und vom Himmel scheint Gottes Gerechtigkeit wie die Sonne auf die Erde. Frieden mitten unter uns. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.